von Issio Erich, die Jamaika-Verhandlungspartner kommen nicht voran. Der Hauptstreitpunkt ist der Familiennachzug. Bei dem Thema geht es um große Sorgen, aber nicht ganz so große Zahlen. Alexander Gauland spricht vom Faktor 4. Der Vorsitzende der AfD behauptet, auf jeden Flüchtling in Deutschland kämen im Schnitt 4 Angehörige, wenn eine neue Bundesregierung den Familiennachzug wieder erlaubt. Was die Republik 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise erlebt hat, so stellt er es jedenfalls dar, wäre gar nichts dagegen. Auch weil es die AfD gibt und diese Sorge vor einem zweiten 2015 kommen die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen nicht voran. Die Ökopartei steht mit ihrer Forderung, wieder mehr Flüchtlingen den Familiennachzug zu erlauben, völlig allein da. Hier gehe es um hunderttausende Menschen, deswegen könne die CSU nicht zustimmen, sagte CSU-Chef Horst Seehofer, nachdem die jüngste Sondierungsrunde in der vergangenen Nacht scheiterte. Seehofer pocht seit dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl darauf, die rechte Flanke zu schließen. FDP-Chef Christian Lindner schloss ein Entgegenkommen bei diesem Thema schon vor einigen Tagen aus, eine Ausweitung des Familiennachzuges würde die Akzeptanz einer neuen Regierung sofort zunichte machen, sagte er. Ausnahmen soll es vorerst nur für individuelle Härtefälle geben. Lindner änderte seine Meinung offensichtlich auch in der vergangenen Nacht nicht. Die Sache mit der Akzeptanz mag stimmen. Vor einigen Wochen sprach sich in Umfragen noch die Mehrheit der Deutschen gegen eine Lockerung des Familiennachzugs aus. Allerdings kippte die Stimmung einer aktuellen Befragung des ZDF zufolge. Demnach sagen jetzt nur noch 28% Nein dazu. Ob wirklich hunderttausende Menschen zusätzlich nach Deutschland kämen, ist sogar noch fraglicher als die Sache mit der Akzeptanz. Oma darf nicht kommen. Grundsätzlich gilt, der Familiennachzug ist begrenzt auf die Ehepartnerin oder den Ehepartner. Eltern können ihre Kinder nachholen oder Kinder ihrer Eltern. Und damit hört es abgesehen von Einzelfällen dann auch schon wieder auf. Keine Großeltern, keine Tanten, keine Onkel. Voraussetzung für den Familiennachzug ist ein gültiger Aufenthaltstitel, ausreichend Wohnraum, Krankenversicherungsschutz, genug Geld, um den Lebensunterhalt zu sichern, sowie ein gewisser Grad der Integration. Bei anerkannten Flüchtlingen und Menschen aus Kriegsgebieten, die sogenannten subsidiären Schutz genießen, müssen nicht all diese Punkte erfüllt sein. Was in der Debatte schnell untergeht, als die alte Bundesregierung den Familiennachzug im Asylpaket 2 im März 2016 für vorerst 2 Jahre einschränkte, tat sie das ausschließlich für Menschen mit subsidiärem Schutz. Betroffen sind damit vor allem Flüchtlinge aus Syrien, die zwar um ihr Leben in der Heimat fürchten, denen aber nicht in erster Linie individuelle, politische Verfolgung droht. Ein Asylberechtigter aus Afghanistan oder Eritrea ist von all dem Hin und Her also gar nicht betroffen, er dürfte seine Familie immer nachholen und darf es auch in Zukunft. Die Sache mit den alleinstehenden Männern.